Hey Leute, heute fangen wir zwar in Puerto de Mogán an, aber wir bleiben nicht in Puerto de Mogán, denn heute geht es nach Agaete und zwar in den wilden Norden der Insel. Paola hat gesagt, es ist super schön dort und ich glaube es ihr einfach mal. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Wir werden uns dort ein Objekt anschauen für mein Projekt Künstlerfinca. Und ich bin sehr neugierig, denn es muss ja nicht unbedingt Puerto de Mogán sein. Es kann ja auch Agaete sein. Also lasse ich mich jetzt einfach vom wilden Norden überraschen. Und ihr kommt einfach mal mit, okay? Also, kommt mit nach Agaete. Bis dann. Ciao. So schnell geht's. Man parkt am Straßenrand oben in Agaete und die Gastfreundschaft der Canarios schlägt sofort zu. Der Besitzer dieser wunderschönen Finca La Laja, hier seht ihr es, hat uns spontan eingeladen, die Finca zu besuchen. Hier wird Kaffee angebaut, hier wird Wein angebaut und Südfrüchte. Und so kommen wir ganz überraschend und ganz umsonst zu wundervollen Chorizo-Brötchen, zu genialem Käse, zu einer Marmelade aus Kaffee, das muss man sich erstmal geben, Kaffee und Äpfel, und einem Glas Wein. Also ich kein Wein, ich eher aber wieder Wasser, das ist mal wieder so typisch ich, aber das passt. Leute, ich kann euch sagen, die Kanarischen Inseln sind einfach der Hammer. Dankeschön. Entonces, esta es la segunda planta de la casa, ¿no? Del dormitorio. Se puede mirar lo que es una parte del valle de Agaete. Es un pasillo abajo que conecta con el pueblo que se llama San Pedro. Y luego también la continuación que estamos al lado de la carretera para subir al mirador que se llama El Sao. Está perfecto. Zusammen, da bin ich wieder. Wir sind zurück aus Agaete und ich muss sagen, ich bin vollkommen aus dem Häuschen. Agaete hat mich kalt erwischt. Es ist ein wunderschöner Ort. Es ist naturbelassen, es ist traumhaft, es hat eine schöne, natürliche, wilde Küste. Es hat einen traumhaften Barranco, aus dem ich eigentlich gar nicht mehr raus wollte, aber Paola hat mich wieder rausgekriegt. Es gibt schöne Häuser dort, leider war das Objekt, das wir uns angeguckt haben, nicht für meine Zwecke geeignet in Sachen Künstlerfinca.
Aber ansonsten, der Ort hat mich überzeugt, auch wenn ich jetzt gesteinigt werde, aber Agaete ist durchaus eine Alternative zu Puerto de Morgan. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir suchen weiter dort. Paula hat gemeint, irgendwas finden wir schon. Vielleicht wird es ja im Endeffekt eine schöne Künstlerfinca mit einem kleinen Stück Land in Agaete. Was da noch dazu kommt, ist unglaublich nette Menschen. Klar, du musst Spanisch können, aber das ist halt so. Ne? Dafür gibt es halt fast keine Touristen. Und also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Auf jeden Fall denke ich, dass einige meiner Freunde sich dort auch ausgesprochen wohlfühlen würden. Also in diesem Sinne, ich verarbeite jetzt mal Agaete und bin einfach nachhaltig begeistert. Ich wünsche euch was. Saludos cordiales de Puerto de Morgan.